Hallo ihr Mäuse und herzlich willkommen bei einem neuen Shein-Try-On-Haul von mir. Ihr wisst wie immer, mit dem Code VANESS20 bekommt ihr ganze 20% ab einem Mindestbestellwert von 69 Euro und 15% ab einem Mindestbestellwert von 29 Euro. Ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Ich hoffe, dass euch die Teile gefallen. Ich habe mir wieder faszinierende Sachen ausgesucht und vor allen Dingen haben wir auch ein Dupe dabei, beziehungsweise 2-in-1-Dupe, weil ich 2 Farben bestellt habe, zu einem Designer-Piece. Ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video, alle Links wie immer unten in der Videobeschreibung und let's go! Das erste Teil ist einmal dieser wunderschöne Zweiteiler. Ich bin verliebt. Ich finde, der Rock hätte ein bisschen besser verarbeitet sein können. Allerdings mag ich es allgemein, wenn das so ein Gummizug ist, das Ganze einfach umzuklappen. Dann geht es natürlich auch. Und es sieht dann vor allen Dingen vom Abschluss hier oben hochwertiger aus. Das ist ein Zweiteiler. Das heißt, das Oberteil kommt direkt mit. Und der Rock ist auch dabei. Der ist auch richtig schön lang. Gefällt mir wirklich übertrieben gut. Und das ist auf jeden Fall eines meiner Favorite Pieces. Als nächstes haben wir dieses wunderschöne Oberteil. Leute, ich bin verliebt. Dieses Oberteil mit einer Jeans und ihr seid ready to go. Die Verarbeitung ist ein Traum. Das Material ist so hochglänzend wie so ein Satinstoff. Wirklich richtig, richtig schön. Und auch diese Art und Weise, wie man es binden kann, ich liebe es. Das ist das nächste Oberteil und Leute, ich bin verliebt. Egal, ob ihr es so tragt oder von der Schulter runter tragt. Es gibt einen super Support, weil ihr das Ganze vorne zuknöpfen könnt. Dadurch habt ihr keine Probleme, wie ihr es anbekommen sollt, sondern könnt es einfach wie eine Jacke anziehen und dann zumachen. Und das gefällt mir auch wirklich richtig, richtig gut. Dann haben wir als nächstes dieses Oberteil, gefällt mir auch wirklich richtig gut, auch vom Design her, es sieht unfassbar gut aus. Natürlich muss man alle Knöpfe zumachen, Leute, aber ich muss viele Teile noch anziehen, deswegen habe ich das jetzt nicht gemacht. Das nächste Teil können wir sogar direkt drüber ziehen und zwar ist das einmal wie so eine Cardigan. Ich glaube, ich würde einfach so ein weißes Top oder so ein weißes Bralette drunter ziehen. Das könnt ihr nämlich einfach so schnüren und das finde ich auch wirklich mega schön, also lieben wir sehr. Es gefällt mir richtig gut. Und auch da die Ärmellänge ist wirklich ein Träumchen. Und dementsprechend, das mögen wir auch sehr. Dann haben wir noch eine Cardigan, die so ein bisschen kürzer geschnitten ist. Gefällt mir auch richtig gut, auch vom Design her. Aber auch diese Cardigan wäre eine Cardigan, wo ich was Helles drunter ziehen würde. Entweder so ein kurzes Crop Top oder ich weiß nicht. Auf jeden Fall irgendwas Helles, was nicht ganz so lang ist, würde mir hier drunter wirklich richtig gut gefallen. Dann haben wir zu guter Letzt noch diese Cardigan, bevor es weitergeht mit Oberteilen. Gefällt mir auch richtig gut. Würde ich wahrscheinlich auch mit was Hellem drunter tragen, einfach zuknöpfen. Und ich weiß, man kann sich das nicht so gut vorstellen, wenn man nicht gestylt ist. So eine gewisse Vorstellungskraft lebt in mir. Und daher weiß ich, dass diese Cardigan gestylt auch fantastisch aussehen wird. Dann haben wir dieses Oberteil. Könnt ihr hinten zubinden und somit das Ganze noch ein bisschen fester stellen. Ich finde es wirklich traumhaft und theoretisch könnt ihr es sogar andersrum binden. Dieses Oberteil habe ich auch in einer anderen Farbe. Ihr könnt es nicht nur so rumbinden, sondern ihr könnt theoretisch auch das hier rübernehmen, dass das Ganze so quer geht. Ist natürlich Geschmackssache, was ihr lieber mögt. Ich mag die Art von Oberteil, weil die aus so einem richtig angenehmen Material sind, liegen die unfassbar toll auf der Haut. Dieses Oberteil hier ist ein leichter Fail, weil ich nicht gedacht hätte, dass es so durchsichtig ist. Also ich hätte schon gedacht, dass das ein bisschen Blickschutz ist. Ich mag allerdings die Ärmellänge, das gefällt mir richtig gut. Und hierfür muss ich mir auf jeden Fall was einfallen lassen, weil das kann man so draußen überhaupt nicht anziehen. Das ist wirklich komplett durchsichtig. Dann haben wir dieses Oberteil als letztes Oberteil. Wir machen nämlich jetzt gleich mit Kleidern weiter. Das finde ich auch sehr schön. Vor allen Dingen könnt ihr das binden, wie ihr möchtet. Ob ihr das hier vorne zumacht, ob ihr das um euren Bauch wickelt. Das finde ich wirklich sehr schön. Und hinten ist es halt als ganz, ganz normales T-Shirt geschnitten. Und hat halt diesen riesen Cutout. Gefällt mir richtig gut. Ist auch vom Material her angenehm. Ein bisschen stretchy, dass ihr keine Probleme habt reinzukommen. Und vor allen Dingen würdet ihr in dieses Oberteil sogar mit Make-up kommen. Leute, ich habe mein absolutes Traumkleid gefunden. Dieses Kleid geht einfach bis zum Boden. Es ist so wunderschön. Es hat hinten einen schönen Rückenausschnitt. Es sitzt fantastisch. Und dadurch, dass hier so ein eingebauter Rückensteg ist, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, auf jeden Fall dadurch rutscht nichts. Es sitzt einfach fantastisch. Es ist wundervoll lang und ist ein richtig schönes sommerliches Kleid. Hierbei bin ich mir nur noch nicht ganz sicher, ob ich das hier nicht abmachen würde, weil das gefällt mir irgendwie gar nicht. Aber das Kleid an sich ist wirklich der Traum. Ich liebe den Print. Ich liebe einfach alles an diesem Kleid. Und ich hoffe, dass ich diesen Sommer noch dazu komme, das zu tragen, weil ich das Gefühl habe, wir haben einfach schon Herbst. Aber wie wir an dem Haul sehen, Nessa war noch im Sommermodus. Auch dieses Kleid. Fantastisch. Es sitzt so unfassbar gut. Ich liebe die Farbe. Ich werde es mir, glaube ich, auch nochmal in dem Hellgrün holen, weil
Das gefällt mir wirklich anders gut und das Material ist so angenehm auf der Haut. Es ist hier so stretchy, es sitzt wirklich unfassbar gut und zaubert eine fantastische Figur. Dann haben wir dieses wunderschöne Kleid und Leute, ich bin verliebt. Ich finde es einfach so schön, es ist so cute, so sommerlich und ich glaube, das wäre ein super Kleid, zum Beispiel über so ein Bandeau-Bikini, weil es ist super schnell an- und ausgezogen und vor allen Dingen ist es so richtig cute. Wir mögen cute. Das wäre ein Kleid, wo ich glaube, dass ich hier einen Gürtel drum machen würde, damit es einfach ein bisschen figurbetonter sitzt. Der Rückenausschnitt ist wirklich unfassbar tief. Ich weiß nicht, ob ich es höher binden würde, dass der ein bisschen höher sitzt, ob ich das mit einem Gürtel kaschieren würde. Aber an sich ist das Kleid auch wirklich wieder wunderschön und auch vom Material her mega toll. Leute, bei dem Kleid, ich hätte niemals gedacht, dass das Material so ist. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber es glänzt einfach. So wunderschön. Es ist so ein wunderschönes Maxi-Kleid. Vom Schnitt her fantastisch, vom Material her fantastisch. Ich lieb's, die Träger sind verstellbar. Ich glaube, besser geht's nicht. Das ist auch wieder ein Kleid, was komplett durchsichtig ist. Und mit komplett meine ich wirklich komplett. Ich habe das Kleid von gerade einfach jetzt mal drunter gelassen, damit ihr das seht. Hier drunter würde ich einfach so ein weißes, cremefarbenes oder hautfarbenes Maxi-Kleid drunter ziehen, dass das Ganze nicht so durchsichtig ist. Ich wusste aber auch schon von den Bildern her, dass es durchsichtig ist. Das Kleid gibt es auch nochmal in Blau, so ähnlich wie das, was ich gerade anhatte. Nur halt auch komplett durchsichtig. Und deswegen habe ich mich für die Variante entschieden, dass ich einmal das Lilane so habe und das Blaue als normales Kleid. Und bei dem Lilanen dann einfach so ein langes Maxi-Kleid drunter ziehe. Das ist das nächste Kleid. Auch wieder ein wunderschönes Maxi-Kleid. Riesengroßer Rückenausschnitt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber es ist schon wirklich sehr, sehr tief. Und ja, aber es gefällt mir wirklich richtig gut. Auch mit den Trägern ist es wunderschön. Ich kann mir das Kleid aber zum Beispiel richtig gut an meiner Mami vorstellen. Und deswegen würde ich sagen, wird das Kleid an meine Mama weitergereicht. Und ich muss gestehen, der Jumpsuit in grün gefällt mir auf jeden Fall besser als der pinke. Der Jumpsuit im Übrigen diesmal auch richtig rum angezogen. Letztes Mal habe ich ihn ja mit der Rückseite nach vorne angezogen. Und ich muss auch ehrlich gestehen, ich würde ihn mit der Rückseite nach vorne auch nur tragen. Weil so rum gefällt es mir für meine Figur irgendwie gar nicht. Es sieht aus wie gewollt und nicht gekonnt. Und andersrum getragen mit einem tiefen Ausschnitt sieht es definitiv viel, viel besser aus. Leute, oh mein Gott, ich bin mehr als nur verliebt. Dieses Kleid zaubert mir so eine schöne Oberweite. Ich liebe das. Also ich müsste es jetzt nochmal richtig binden, weil das ist gebunden. Und das Unterteil, es sieht so süß aus. Also hier drunter würde ich euch auf jeden Fall eine Hose empfehlen, weil es ist relativ kurz, es ist relativ durchsichtig, aber es gefällt mir unendlich gut. Das ist mein absolutes neues Lieblingskleid. Es sieht so süß aus. Es ist so wunderschön. Oh mein Gott, wir lieben es. Auch ein unfassbar schönes Kleid. Ich habe es jetzt hinten nicht komplett zugeschnürt. Es geht bis zum Boden. Es sieht so schön aus. Vor allen Dingen, ich liebe das Material. Ich liebe die Stickerei. Es ist wirklich mein absolutes Traumkleid. So Leute, ein Kleid, was mir leider absolut gar nicht gefällt. Es gefällt mir nicht von der Länge her. Es gefällt mir nicht vom Stoff her. Es ist durchsichtig. Das Material ist unangenehm auf der Haut. Gefällt mir absolut nicht. Der Jumpsuit ist giving. Wunderschön, Schlag wirklich perfekt. Die Hose ist fast lang genug. Ich würde sogar sagen, dass ich unten mal so ein Buch drauf lege, dass die sich noch so ein bisschen ausdehnt, weil es ist ein sehr, sehr stretching Material. Und an sich, es gefällt mir wirklich unfassbar gut. Sitzt toll. Nur hier oben, finde ich, hätten die es ein bisschen besser verarbeiten können. Ich weiß nicht, ob ich es so richtig angezogen habe oder nicht. Ich gehe nicht davon aus, weil irgendwie sieht es total falsch aus. Das Kleid ist viel zu eng. Ich werde es mir aber definitiv noch mal eine Größe größer bestellen, weil dieses Kleid ist unfassbar schön. Oh Leute, dieses Kleid ist wunderschön. Es ist kurz. Ich würde es wahrscheinlich mit Loafers anziehen oder mit höheren Sneakern oder Schlappen. Je nachdem kommt natürlich auch das Wetter an. Aber es sieht so schön aus. Lieben wir zu 1000%. Ich dachte, das wäre ein Kleid. Aber das ist kein Kleid, sondern es ist ein Tuch. Und eine Bluse. Ich würde die Bluse sogar separat anziehen, weil ich finde sie wirklich sehr, sehr schön. Und hier drunter würde ich, glaube ich, das Ganze ein Stück höher zuknöpfen und einfach ein langes Maxi-Kleid drunter ziehen, damit wirklich nichts passieren kann. Weil das ist wirklich viel zu risky. Ich habe jetzt auch eine kurze Hose drunter, deswegen passt das. Aber an sich schwierig. Dennoch eines meiner Favoriten, weil ich dieses Teil einfach wunderschön finde von der Farbe und vom Schnitt und so weiter. Wir haben einfach ein 1:1 Designer-Dupe. Ich weiß gar nicht mehr, von welcher Marke dieses Originalkleid war. Lass es Yves Saint Laurent sein, ich habe keine Ahnung. Aber dieses Kleid ist 1:1. Ich hatte das bei einer auf TikTok gesehen, dieses Kleid, habe mich verliebt und dachte mir so, unnormal schön.
Dann habe ich gesehen, wie teuer das Originalkleid war und dachte mir so, auf gar keinen Fall. Und dann habe ich es bei Shein gesehen und Leute, nicht nur in der Farbe, sondern die nächste Farbe ist der absolute Hammer. Und ich bin verliebt. Leute, ich bin 1,78 und guckt euch mal diese Ärmellänge an. Oh mein Gott, es ist legit eines der schönsten Kleider, die ich je anhatte. Auch wenn ich die Länge nicht so ganz an mir eigentlich fühle, feiere ich es, weil der Unterrock nicht ganz so lang ist. Es sieht so unfassbar schön aus. Oh mein Gott, Leute, das Kleid in meiner absoluten Traumfarbe. Wie schön ist es auf einer Skala von 1 bis 10? Ich würde sagen, definitiv eine 100. Ich bin maximal verliebt. Das Kleid ist einfach der absolute Hammer. Der Schnitt ist wunderschön. Die Verarbeitung ist toll. Die Pailletten. Einfach eines der schönsten Kleider, die ich hier gesehen habe. Und dann noch diese Ärmellänge. I can't. I'm in love. So, meine Wunderschönen. Ich würde sagen, das war's von mir mit diesem wunderschönen Haul. Ich hoffe, dass er euch gefallen hat. Ich bin anders happy mit den Teilen. Das war ein unfassbar guter Haul. Ich hatte ein einziges Teil, und zwar dieses lange Kleid, was ich meiner Mama gebe. Ansonsten hat alles perfekt gesessen, außer das Zebrakleid. Das muss ich eine Größe größer bestellen. Aber ansonsten, es war alles so perfekt. Es war alles so perfekt. Ich freue mich so, die Sachen zu tragen. Folgt mir auf Instagram, um keinen Content zu verpassen, denn dort poste ich regelmäßig Bilder mit allen Kleidern, die ich trage, beziehungsweise auch mit allen Teilen, die ich trage. Und ja, ihr Mäuse, ich würde sagen, das war's von mir mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mein Code Vanessa20 ist natürlich gültig. Den setze ich euch hier rein. Und ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.